Willkommen zu einem neuen blutigen Video. Wir spielen heute gemeinsam Freitag, der 13. im Singleplayer-Modus. Wir spielen heute gemeinsam die Herausforderung. Freitag, der 13. und ich, wir haben eine sehr, sehr innige, intime Beziehung geführt. Ich habe Freitag, der 13. sehr, sehr häufig gespielt. Ich habe dieses Spiel geliebt, ich habe es aber zu viel gespielt. Ich habe einfach so viel gespielt, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, Keys, du brauchst eine Pause. Ich habe mich selbst schon wie Jason gefühlt. Ich bin wirklich stumm durch die Gegend gewandert mit einer riesigen Machete in der Hand. Und da dachte ich mir, alles klar, du brauchst eine Pause. Aber jetzt bin ich zurück im Singleplayer-Modus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mit einer heftigen Bewertung unterstützen würdet. Also richtig mal den guten alten Like-Button abstechen mit der Machete. Und vielleicht kommt auch das große Comeback mit Kreis. Das liegt bei euch. Also, haut mal ein paar Bewertungen drauf. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam die erste Mission hier an. Und zwar zertrümmert. Hört sich gut an. Did you fix that shit yet? Might be faster if you helped, man. Man, just hurry up. I don't want to miss the hot chicks at the party. Geile Weiber und Jason. They're out there, Jason. Find them and get your revenge. Okay, Mutter will Blut. Keine Sorge, Mama. Ich werde dir Blut liefern. Ich werde sie in kleine, handliche Stücke zerhacken. Kleine Stücke, so ähnlich wie Zuckerwürfel, damit Mama sie ganz easy kauen kann. Denn Mama hat ihre dritten Zähne. Nein, Mama hat ihre vierten Zähne sogar schon. Die ist so alt, die Mumie. Die hat ihre dritten verloren. Dann habe ich einer anderen Rentnerin die Zähne aus der Fresse geschlagen und sie meiner Mutter geschenkt. So ungefähr ist das damals gewesen. Okay, Freunde, ich bin komplett raus. Ich habe komplett Freitag der 13. verlernt. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses wunderbare Spiel hier spielt. Aber kann es sein, dass es irgendwie grafisch besser geworden ist? Alter, wenn er jetzt hier runter geht, er geht hier runter. Ich werde ihn einfach gucken, ob ich ihn mit dem Auto zermanschen kann. Das wäre so episch. Er repariert hier ganz gemütlich. Wir kommen ganz gemütlich angewackelt. Und haben ihn... Nein! Na, was ist das? Er checkt nicht mal, dass ich da bin. Na, Kumpel. Jetzt hast du es auch gemerkt, ne? Jetzt hast du es auch gemerkt. Und der befreit sich. Jetzt sagt bloß, der hat so ein kleines Messer lieb. Und der lässt seinen Kumpel hier zurück, oder wie? Okay, Kumpel. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie man aus dem Modus rauskommt. Nein! Nein, er ist entkommen! Alter! No, Freunde! Erster Versuch, direkt verkackt. Und er hier checkt gar nichts, oder wie? Er macht sich keine Gedanken darüber. Okay, Billy. Ich will dich töten, Billy. Ich will dich töten. Ich bin im Killer-Modus. Wahrscheinlich hätte ich mich so nähern müssen. Schön hier in diesem Killer-Modus. Es wäre voll geil, wenn er meine Falle reingehen würde. Na, Kumpel? Jetzt hast du es gecheckt, ne? Jetzt hast du es gecheckt. Jetzt hat er es gecheckt. Oh, komm schon, Jason. Okay, ich muss das unbedingt nochmal machen. Alter! Nice, Bruder. Richtig, richtig nice. That's my special, special boy. Ja, Mutter, ich bin dein ganz besonderer Junge. Aber viele Dinge sind hier eben gerade irgendwie gescheitert, okay? Make mommy proud, Jason. Don't let them escape. Okay, er macht gerade eine Raucherpause. Das habe ich hinbekommen. Alles klar. Wir machen direkt hier Retry. Also, man merkt schon, man muss hier verschiedene Wege ansetzen. Ich musste erstmal ein bisschen die Situation analysieren. Ja? Ich musste erstmal verstehen. Did you fix that shit yet? Might be faster if you helped, man. Man, just hurry up. I don't want to miss the hot chicks at the party. Und wie das hier alles funktioniert. Hat der einen Schnitt am Hals? Habt ihr es gerade gesehen? Okay, Mutter. Ich hol dir frische Opfer, Mutter. They're here, Jason. Find them. Keine Sorge, Mutter. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde dich glücklich machen, Mutter. Ich werde ein Blutbad anrichten. Okay, ich will den einen unbedingt zerquetschen, wenn er unter dem Auto ist. Das ist ja auch hier eine Challenge. Oder wenn er hier gerade so repariert. Das wäre auch richtig nice. Okay. Gott, ich habe die Steuerung einfach nicht mehr drauf, Freunde.
Ich habe die nicht mehr drauf. Aber hier geht was. Passt auf. Yes! Yes! Alter! Alter! Oh mein Gott! Boah, die Kills sind heftig gut. Ich werde nicht aufhören. Nein, nein, Mutter. Ich mach weiter. Natürlich, Mutter. Natürlich. Alter, was ist das hier? Ah, hier können wir beobachten. Okay, aber das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Mutter, du willst mir Blut? Du bekommst mir Blut, Mutter. Süßes, süßes Blut. Teenagerblut. Nur für dich, Mutter. Nur für dich. Okay. Nein, ich hänge hier, ich hänge hier. Ein Zaun. Och Mann, ich hätte es eben gerade so cool machen können. So cool stealthy. Das wäre so verdammt geil gewesen. Sag A. Hier kommt der Zahnarzt. Oh. Alter. Nice. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Okay, ich habe zwei Schädel. Zwei habe ich. Aber der eine fehlt. Der eine fehlt. Der Undercover-Modus. They weren't paying any attention to you, Jason. Ich habe was freigeschalten. Harry? Was ist Harry? Und den Boogie? Alter, okay, hier gibt's irgendwie krasse Sachen. Was ist denn Hidden Objective? Was könnte das wohl sein? Okay, was haben wir hier noch? Okay, wir müssen einmal so lange warten, bis sie das Auto reparieren. Und dann müssen wir das Auto zerstören. Dann brauchen wir drei Schädel. Und ja, die Raucherpause. Ach, ich brauche alles auf einmal. Moment, das ist doch gar nicht möglich. Ach nee, das ist abgehakt. Die Raucherpause haben wir. Okay. Noch ein Versuch. Ich will natürlich hier 100%. Ich will alles haben, was geht. Ich will mir alles holen. Ihr wollt Teenager-Chicks? Heiße? Ich will Blut. Heißt es. Did you fix that shit yet? Might be faster if you help, man. Man, just hurry up. I don't wanna miss the hot chicks at the party. Der hat wirklich einen Schnitt am Hals. Ich muss unbedingt mal den anderen Jason nehmen. Make them remember, Jason. Keine Sorge, Make Mama. Them suffer. Keine Sorge. Sie werden sich erinnern an meine Taten. Sie werden sich erinnern. Ich will ihn einmal zerquetschen, wenn er unterm Auto ist. Also das will ich auch unbedingt einmal hinkriegen. Und dann müssen wir sie einmal das Auto reparieren lassen. Wartet mal, Freunde. Ach, hier ist nochmal so ein Punkt, wo man sie beobachten kann. Stalker-Bonus. Okay, hier kann man ihn zermatschen. Jetzt warte ich ein bisschen. Was denkt ihr, wie lange es dauert, bis ihr das Auto komplett repariert hat? Ich will ihn zermatschen. Das lasse ich mir auf keinen Fall nehmen, Leute. Nur die Steuerung von diesem Run-Speeden ist echt... ist ein bisschen tricky. Nein! Hör doch auf! Warum unterbricht er das denn nicht? Oh, ich kann ihn beim Pinkeln töten. Oh, yes, yes, yes. Yes, komm schon. Ja, ein Pisskill. Ein offizieller Pisskill. Alter, wie gut ist das denn? Oh mein Gott, der Strahl läuft noch. Alter. They deserve to die, Jason. Oh mein Gott. Ey, die Kills sind so gut. Die sind so gut. Okay, die muss man einfach lieben. Freunde, die Kills, man muss sie einfach lieben, oder? Alles klar, der ist hier wieder am Basteln. Jetzt geht er hier hin. Kumpel. Ja, leg dich unter das Auto. Genau so. Bleib da schön unten. Gott, Jason ist so ein langsamer Bastard. Oh, Alter! Wow, Alter! Wow! Wow! They deserve to die, Jason. Make them suffer. Boom! Und
Yes, yes. Ich habe 3 Schädel. This is your home, Jason. Okay. Protect it. Das sind irgendwelche Animationen, oder? Alter, was ist das hier? Ah, das war das Geheime. Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Jason Part 5 Nummer und das Auto zerstören. Okay, das wird das Schwierigste. Aber das kriegen wir hin. Alles klar, machen wir noch einen Versuch? Okay, ich verstehe. Ich muss also gucken, dass sie erstmal losfahren. Did you fix that shit yet? Might be faster if you help, man. Man, just hurry up. I don't want to miss the hot chicks at the party. So gut aber, wie wir den einen beim Pissen getötet haben. Der war so genial, der Kill. Make them remember, Jason. Make them remember. Make them suffer. Make them suffer. Ja, Mutter. Natürlich, Mutter. Okay, wie lange dauert es, bis die Jungs die Karre, die Schleuder hier wieder fit haben? Ich glaube, ich verstecke mich irgendwo in den Wäldern. Moment, die Karte ist also ziemlich klein, ne? Kann ich Ihnen nicht irgendwie helfen? So Mechanic Jason, der freundliche Mechaniker von nebenan. Okay, wir geben Ihnen jetzt einfach mal so eine Minute. Ich meine, Adam hat's doch drauf, oder? Adam ist so ein rockiger Biker-Typ. Also wenn der es nicht kann, wer dann? Go, Adam, go! Reparier das Ding. Der eine ist halt am Pissen, dann am Rauchen. Ups, nicht schlagen, nicht schlagen, nicht schlagen. Okay, der pinkelt hier drüben. Der hat aber einen guten Strahl, ne? Also, das muss man ihm lassen. Er hat echt einen verdammt guten Strahl drauf. Schön abgeschüttelt. Und jetzt mit seinen Schmodder-Pinkelhänden geht er rüber zu Adam und gibt ihm erstmal eine Bro-Fist. Oder wie ich das nenne, eine P-Fist. Da muss ich auch noch schnell sein. Hey Adam, my man! So if that car ain't fixed yet, you know you're dead, right? Und wie läuft's? Kommt schon, Jungs. Jetzt macht er hier seine Raucherpause, ne? Das kommt jetzt als nächstes. Darf mich auf keinen Fall sehen. Obwohl, die haben nicht besonders gute Augen. Also irgendwie stellen die sich schon echt beide sehr, sehr dämlich an. Besonders hier Mr. Sportler aus dem College. Alter, wenn ich da jetzt genau eine Bärenfalle platzieren würde. Genau da. Das wäre schon irgendwie witzig, wenn er wirklich straight reinlaufen würde. Okay, er ist am Smoken. Komm schon, Alter, komm schon. Was hat er hier vor? Also es kann doch nicht so lange dauern. Weil irgendwie muss es ja losfahren, denn wir haben ja die Mission, das Auto zum Stoppen zu bringen. Ich sag ja, ich so als Mechaniker müsste einfach hinlaufen und sagen, hey Jungs, hier, kleine Unterstützung vom alten Jason. Eben gerade dachte ich ganz kurz, er hat mich gesehen. Oh, der Reifen ist dran. Oh, oh, wow, 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 wow. Das wollte ich nicht. Let's go. Nein, ich hänge hinterm Auto. Stopp es. Bam, yes, Mann, yes. Jungs, Zeit für eine kleine Party. Komm schon, verkrüppel sie. Oh nein, ich bin so langsam. Warte. Die wollen ja hier raus. Ey, die sind ja richtig gerissen. Die haben nur so getan, als ob. Klein gerissenen... Kleine Schweine hier. Und ich bin super langsam. Nein! Alter, die wollen wirklich das Auto hier nochmal ready machen. What? Er hat mich abgeknallt. Was hat er vor? Das Auto qualmt. Okay, du bist hier durch. Dann komm mal hier. Nein, er umgeht mich. Er umgeht mich. Nein. Alter, ich bin voll raus in dem Spiel. Ich bin echt voll raus.
Aber kann man dieses Leiden nicht mehr unterbrechen? Ist das nicht mehr drin? Das ist schade. Gut, aber wir haben eigentlich alles jetzt gemacht hier, was interessant ist. Also wir haben das Auto noch gestoppt. So, gehen wir mal zurück ins Menü. Als nächstes kommt die Küche. Dort werden wir Menschen kochen. Das wird super, mega sexy. Das war Teil 7, Jason. Ich wusste nichts mit Teil 5. Hätte ich mir das mal durchgelesen. Na gut, alles klar, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt und wenn ihr auch ein paar Multiplayer-Runden sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, haut es rein, lasst Freitag der 13. wieder auferstehen aus dem Grabe. Bis zum nächsten Mal und tschüss!